Also Bro, erzähl, wie war das erste Sparring hier in Thailand? Geil, also man merkt natürlich noch den Jetlag. Ein Tag jetzt hier in Thailand erst, wir sind gestern angekommen, haben heute schön geschlafen. Man merkt an der Kondition, ich konnte aber gut 3 Runden Sparring machen. Die Gegner einigermaßen. Ich hatte einen guten Gegner, mit dem ich Sparring machen konnte, aber sonst ging es eigentlich. Und mal gespannt ist, was in Zukunft kommt, mit wem ich hier alles Sparring noch machen werde. Es ist schwierig, euch mitzunehmen in Sparring, weil hier hat es total Videoverbot. Viele UFC-Kämpfer, die wollen natürlich nicht, dass man die in der Vorbereitung aufnimmt. Wir könnten ja irgendwelche Spione oder so sein. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, euch jetzt mitzunehmen bei den Sparringseinheiten. Aber bei Cat Session, wie ihr es jetzt auch hier schon seht, werden wir auf jeden Fall viele Sachen machen und da werden wir euch mitnehmen. Omoki Wamu. Sean, erzähl mal von deinem ersten Sparring heute. Erste Sparring war gegen meinen Bruder Ashab aus Hamburg, den wir hier getroffen haben. War cool, man. Mit dem Jungen kann man auch gut flowen, gut technisch. Das ist immer das Wichtigste, weil muss ab und zu aufpassen, wenn man hier ist. Die Jungs, die haben zu viel Ego, Alter. Die brettern sich nie mal beim Sparring, die brettern sich schon nur beim Aufwärmtraining, wenn die sich so aufeinander flowen. Deswegen ist es echt wichtig, gute Sparringspartner zu haben. Erzähl mal was. Du bist ja seit ein paar Wochen hier in Phuket. Schönes Wetter, gutes Training, gutes Essen, Kokosnuss, best life. Bro, tust du jetzt so, als ob du beim Kochen isst oder? Oder guckst du hier nur, was es gibt? Oder? Das erste Mal, dass ich mich hier von den Skipis. Die Grillen. Ich bin gewartet, den Tieren da jetzt. Nimm mich mal weg, weil ich sonst. Die Tieren wollen sind fast gut. Alle sind weg, alle sind weg. Die sind weg. Verstehst du, Kaffi? Das macht nur so. Ah, so sind wir diese Kaffi, ne? Boom, war die noch? Ja, das ist echt anders. Ich habe nur diese alte Spiele gespielt, aber schon lange nicht mehr. Wir müssen reinkommen, wir müssen reinkommen. Ja, Bro, erzähl mal, Alter, von unserem Hotel-Mistake. Ja, Bruder, ist doch. Die Amigos hier machen sich immer so große Gedanken, Bruder, aber es kommt alles, wie es kommen soll. Und ja, Mann, jetzt haben wir heute ein bisschen Action mit Hotel. Wir müssen jetzt noch schauen, wo wir heute übernächtigen. Aber ist kein Problem. Schlimmsten Fall schlafen wir im Gym. Und was steht heute sonst noch an? Heute Chlusi. Heute wird erstmal dick gegessen, Kaffee getrunken und dann gehen wir Richtung Strand. Freuen uns ein bisschen. Wird heute mal erstmal eine Massage gemacht. Unser Bett war sehr hart, wo wir geschlafen haben. Deswegen, ja Mann, das wird heute gemacht. Bro, sieht auf jeden Fall gut aus, was du da hast. Die Wraps, Proteine, Amigos. Und Bro, fündig geworden. Wie ich euch gesagt habe, keine Sorge, der Allmächtige hat uns unseren Weg schon gestreut und hier die Allmänner haben immer, jetzt sind wir auf Straße, was machen wir? Warte, warum? Kein Mensch, ich habe ein besseres Hotel wie davor, billiger und die Aussicht ist auch schöner. Wir sind mitten im Dschungel quasi. Der Wato will auf jeden Fall in den Dschungel. Hiermit bewerben wir uns für das Dschungelcamp nächstes Jahr. Seven vs. Wild. Ja, genau. Ja, Mann, aber wie gesagt, haben es besser jetzt erwischt wie davor und bessere Location, nah am Gyms. Und, ja, und Amigos, vertraut einfach euch selber und lasst einfach mal sein mit dieser Planerei. Spontan, Spontanität, und das hilft wirklich, Amigos. Okay, bon. Can I give you Der Martin lässt wieder mal die Scheine fliegen. So mag ich das, Bro. Vielen Dank, dass du mir diese Reise auch möglich machst, Bruderherz. We do something for YouTube, because he's a professional fighter. And we do YouTube, so he got big money. He invited me, you know. I'm just cameraman. Big guy, big money. Big guy, big money. 500 deposit. Yes, Now, show us how to fill gas in Thailand. Is it vodka or gas? Vodka.
Normal, ah. Ganz schnell. Oh, so schnell geht's. Schnelle Nummer. Thank you. Bye bye. Boah, auch nochmal so ein Unterschied, gell? Der Allmann hat schon seine Sachen parat stehen und bei dir sind noch die Koffer offen, der Bruder liegt im Bett. Hier liegen noch ein paar Sachen von dir, Bro. Einfach mal chillig angehen lassen, oder? Oh, Schiepe! Que pasa, que pasa? Wart ihr vielleicht am Trainieren? Amigos, heute mit chillig in der zum Strand gegangen. Freue mich schon. Mal an, ich schiebe sie. Sonne auf mich. Braun werden, Gesicht braun machen. Ja, Mann, heute ist chilliger Tag. Heute kein Training, Bro? Heute kein Training. Ich spüre jetzt echt noch den Jetlag. Ich bin heute auch schon, keine Ahnung, um 6:30 aufgestanden. Man merkt schon, man darf das nicht unterschätzen. Und ich gehe die Sache intelligent an. Ich bin einen Monat hier, ich habe genug Zeit zum Trainieren. Wichtigste ist jetzt, nicht krank zu werden oder sich nicht zu verletzen aufgrund von Übertraining oder einfach, wenn du hier im Jetlag bist und nicht richtig geschlafen hast und dann ein heftiges Training haben. Wir waren schon gestern Sparring gemacht, war schon sehr anstrengend, hat funktioniert. Heute wollte ich eigentlich Bratzen schlagen, bin schon sehr früh aufgestanden, habe mich nicht so fit gefühlt, deswegen heute gechillt, Energie getankt und dann ab nächster Woche geht's los. Vielleicht wird morgen einfach ein bisschen Bratzen geballert, mit den Amigos vielleicht auch einfach nur am Strand und ja, Mann, das ist der Plan heute, Amigos. Ja, Mann, Amigos, hier in einem kleineren heimischen Thai Gym. Hier ist besser Bratzen zu ballern wie in anderen Gyms einfach. Du kriegst wirklich hier, wie erzählt, 1:1 Training und kannst wirklich Technik lernen. Und das ist das Gute hier. Deswegen kommen wir und machen jetzt auch genau hier, machen ein bisschen Bratzen. Bro, jetzt hast du Bock zu trainieren, obwohl du eigentlich nicht trainieren wolltest. Kommt es oftmals so spontan oder? Was ist es? Ich merke, mein Körper muss einfach sich noch ein bisschen an das Klima hier gewöhnen und alles. Ich bin nicht so gut geschlafen, aber jetzt, wo ich hier bin, irgendwie halt Bock, ein bisschen zu trainieren. Aber man muss sich hier ruhig halten. Wie gesagt, das darf man nicht übertreiben. Viele Leute verstehen es nicht, dass wenn man hier nach Thailand kommt, man hat wirklich mit einer langen Reise zu kämpfen. Das Klima ist anders, das Essen ist anders. Ich glaube, man muss sich erstmal dran gewöhnen, deswegen ihr euch nicht so gut fühlt. Macht lieber eine lockere Session. Well, you want to do a little bit sparring? Just slow sparring. Just easy. Wie wichtig ist, solche Tipps anzunehmen und... Oder man kann von jedem lernen, das ist das Wichtigste. Ich kenne den Amigo jetzt gar nicht, keine Ahnung, ich denke halt wahrscheinlich auch wie die ganzen Teils 400, 500 Kämpfe. Aber das ist gut, man kann von jedem lernen. Das ist halt, weil, da wenn ich bin, was nehmen ab, ja, schütteln, ja, hüpp. Schulter ab. Hüpp. Okay. Wenn ich bin, wenn ich bin, wo, da, fahrt, ja, ich kann, fahrt sehen. Passt das? Ja. Hüpf. 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 Ciao. Ciao, Männer. Bye, Coach. Bye, Coach. Der ist unterwegs. Oh.
So, jetzt bin ich mal gespannt auf unseren Raum, Bro. Bro, kannst du mal kurz eine Roomtour geben hier durchs neue Zimmer? Okay, hier, ihr seht unser schöner Ausblick hier, den Pool, den Dschungel vor unserem Fenster, vor unserer Fresse. Alles, was man braucht, ne? Dann kommt hier rein, kommt in unser Palast rein. Marmorgestein natürlich, nur das Beste, sonst würde ich hier nicht barfuß rumlaufen. Zwei exquisiten Betten. Die wurden frisch eingeliefert von Schweden natürlich. Schlafen wir nicht auf deiner Nischenmatratze, bitte. Der beste Fernseher, den es überhaupt hier in Thailand gibt, ne? Mit den neuesten Nachrichten. Und ja, genug Platz, um hier natürlich auch eine Trainingssession zu machen. Ja, genau. Also hier kann man natürlich auch locker Trainingssessions machen, Pratzen ballern. Das wollten wir natürlich auch noch inbegriffen haben. Top Badezimmer auch nicht gesehen. Da hat die Putzfrau wahrscheinlich gerade geduscht noch. Aber kein Problem, wir laden ihn ein. Jeder, der eine Dusche braucht, ist hier gerne willkommen. Und Dusche und Toilette in eingegriffen, hat auch seine Vorteile. Welche? Das könnt ihr euch ja schon vorstellen. Amigos, kannst du nur empfehlen, wir stocken immer auf, wir gehen nicht nach unten, wir gehen nach oben. Also seid gespannt, was die nächste Wohnung ist. Geht nur nach oben. So, jetzt gehen wir. Nur noch mal ganz kurz zur Information. Also, so sehen meine Sachen aus, die in den Tresor gehen. Und so sehen die Sachen von Vato aus. Das wichtigste Socken. Als ohne Tipp ohne und Trick. Socken kann ich nirgendwo hingehen. Ja. Deswegen packe ich den ins Safe rein. Okay, bei uns. Alter, was hier alles gibt. Fisch in allen Sorten. Guck mal, hier gibt es sogar Schweizer, Alter, in dem Laden. Tentaron mi cobrar, tentaron mi pedir. Eu fazia o melhor pra minha família sorrir. Perfect. You have good eye. Professional. Thank you. Was sagst du zu den Tipps von Vato? Ja? E passa amigos, Vato Nuku hier. Mit meinem Bruder Exo. Sind auf dem Weg ins Bangsau. Trainingscamp, wir holen jetzt gleich den Arian ab. Er ist ungefähr 20 Minuten von hier. Aufpassen, dass mein Helm hier nicht wegfliegt. Okay, pass amigos, wir sind jetzt hier gerade in Bang Tau angekommen. Könnt ihr jetzt hier mal gleich ein bisschen anschauen. Wir werden euch hier schon ein bisschen durchführen. Ist ein bisschen längere Fahrt gewesen. Aber wir sind angekommen und das Wichtigste. Omki Womo. So amigos, ich freue mich schon. Wie geht's? Heute bin ich aufgestanden, war ein bisschen ekliges Gefühl. Ist halt schon der Körper muss sich erstmal das ganze Essen und alles dran gewöhnen. Deswegen, wir sind jetzt 3-4 Tage hier. Ich brauche wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis der Vato in Topform ist. Aber natürlich verpassen wir kein Sparring. Wenn es heißt Sparring, dann ist der Vato immer am Start. Deswegen, wieder die erste oder halt die einzigste Session heute. Sparring. Danach mal, wenn ich noch Kraft habe, vielleicht ein bisschen Pratzen,
Aber sonst bleiben wir heute beim Sparring am Gewissen. Womit die Bombe? Wahrscheinlich ist hier Film während dem Sparring auch nicht erlaubt, ne? Servus. Sag mal schön Hallo für meinen neuen Bruder. Ja, wie geht's dir? Alles gut. Sparring heute auch. Warum nimmst du jetzt die lange Fahrt auf dich, um hierher zu kommen zum Trainieren? Wir wollen einfach gucken, wo die besten Trainingspartner für mich sind, wo das beste Training ist. Jetzt im Steigenmotor haben wir gesehen, es ist sehr starkes Training, sehr hartes Training, das Sparring ist gut. Wir haben verschiedene Sparringspartner, aber technisch arbeiten wir dort nicht so viel, weil es halt wirklich viel Tourismus dort sind und es ist wirklich so eine Laufkundschaft. Deswegen schau mal hier, vielleicht ist hier das Training ein bisschen anspruchsvoller, mehr technischer. Warte mal, wir haben hier einen Hechtler. Oh, Hechtler jetzt. Nicht ganz. Ah, okay. Mittlerweile Kölner. Aber ja. Ah, okay. Seht ihr mal, wie genau klein die Welt ist, Amigos. Ja, genau. Kannst du mal die Vlogs reinziehen von uns auf YouTube? Wenn du eingibst, Bartoloco, schon das Silber, da kannst du. Echt jetzt? Die Vlogs schon. Eisbaden. Ah, geil, geil, mega, Alter. Abonniert auch? Geil, mega, Hammer. Geil, freut mich, ja, viel Spaß. Na, Bro. Also, so klein ist die Welt und ihr seht schon, Bartoloco Vlog ist all around the world my best. Überall. Wirst du gleich mit dem Mokal sparen? Ja. Hast schon mal mit ihm? Und? Kann er mithalten bei dir? Hä? Ja? Okay. War gut, hat jetzt nicht die besten Gegner, aber ist sogar umso besser, einfach reinzukommen. Okay, warte mal. Brother, how was it with our guy Bartoloco? Good, good. He touched me many times. Really good. He put pressure on me. I tried to go around, find the angles. And well, good sparring. We went light. So, really yeah. Good, yeah. Thank you, brother.